Michael André Werner. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Kann ich auch noch ein paar Bässe haben, bitte? Ein paar, vielen Dank, ja. Ich hab euch lieb, wollte ich nur mal so sagen zum neuen Jahr. Das, die meisten werden es nicht wissen, ich trete normalerweise, ich trete auch als Team bei Slams auf, mit mir selbst. Das ist mathematisch möglich, dass also so Gruppen ein Element haben, das gibt es, Mengen. Und ich bin sowas, ich bin dann quasi eine Menge mit einem Element. Und ich trage dann mit mir selbst Dialoge vor, wie jetzt auch der folgende, ein Dialog, ein konsumkritischer Dialog, passend zum Nachweihnachten. Da ist ja immer so viel Dialog, Konsum. Geht das so besser mit dem Licht? Nee. Also an die Kollegen, so oder so ist vom Licht völlig egal, es ist Schatten. Es fällt ein Schatten auf meinen Text. Das gehört doch nicht dazu, tut mir leid. Wäre aber auch schön, so als es fällt ein Schatten auf meinen Text. Vielleicht nächste Mal. Ich denke mir da was aus. Nee, es geht um was anderes. Ich fange jetzt an. Hast du schon den Film gesehen? Den Film? Nein, aber ich habe das Buch gelesen. Du bist lustig. Früher haben wir auf die Frage, hast du schon das Buch gelesen, geantwortet, nein, aber ich habe den Film gesehen. Das Buch? Das Buch zum Film? Nein, das Buch. Also nicht das Buch zum Film zum Buch, nein. Das mit den vielen Filmszenen, nein. Und dem neuen Cover, nein, das Buch. Einfach das Buch. Einfach das Buch, ja, einfach das Buch. Nicht mal das Buch zur Serie zum Film oder das Buch zum Film zur Serie, nein. Es gibt ja auch das Hörbuch zum Buch zum Film. Neulich sah ich den Comic. Zum Buch? Nein, zum Film. Kein Buch, nur Film. Dass es sowas noch gibt? Nur Film? Sonst kenne ich nur den Film zum Comic, aber Comic sagt man nicht mehr. Das heißt ja jetzt die Buddenbrooks. Die Verfilmung der Graphic Novel von Neil Gaiman nach dem Roman von Thomas Mann, nach der Familie von Thomas Mann. Und dann das Spiel. Das Spiel? Das Game zum Film, Minecraft. Die Buddenbrooks Minecraft Edition zum Film, zur Graphic Novel, zum Roman, zur Familie. Oder der Film zum Game. Lego? Lego? Lego Star Wars. Der Lego Star Wars Film zu den Lego Star Wars Figuren zum Star Wars Film. Zu den Star Wars Filmen. Welchen? Den Originalen, den Prequels, den Sequels, dem Mittelding, den remasterten Originalen in 3D oder der Serie? Serien? Ja, ja, die auch. Aber ich meine, Lego. Gibt es da nicht auch diesen Film? Welchen? Den Lego Film zu den Steinen. Was denn für Steine? Die Lego Steine zur Hörspiel-CD, zur Fernsehserie, zu den Steinen, zum Buch. Es gibt ein Buch zu den Lego Steinen? Batman. Batman? Lego Batman? Batman, die Live-Show zum Film. Zu den Filmen, welchen? Die mit Keaton, die mit Clooney oder die mit Bale? Und wie heißt jetzt dieser neue, der Dings? Na, der hat doch auch mit diesem anderen, dem Remake, dem Relaunch, genau, zum Comic. Ja, zum Relaunch des Comics. Singen die da im Comic bei Batman in der Live-Show? Ob die da singen? Na, wie bei Tabaluga. Tabaluga ist doch kein Film. Aber es gibt eine DVD zur Live-Show, zum Musical, zum Rockmärchen. Gibt es da nicht auch einen Joghurt? Ein Joghurt? Zu Tabaluga. Tabaluga, das Joghurt. Der Joghurt. Der Joghurt? Ich dachte, das Joghurt. Nein. Außerdem ist es ein Pudding. Tabaluga, der Pudding von Nestle. Ach so. Wie bei den Fischkonserven. Von Nestle? Nee, von ABBA. ABBA? 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 Mama Mia, der Film. Zum Musical. Zu den Liedern. Ich habe das Buch zum Film, zum Musical. Zu den Liedern von der Band. Und den Soundtrack. Den Soundtrack? Den Soundtrack zum Film, zum Musical, zu den Liedern von ABBA. Ich habe ja noch nicht ein Hörspiel gehört. Zu ABBA? Zu Metropolis? Dem Stummfilm? Dem Stummfilm. Das Hörspiel zum Stummfilm von Fritz Lang, zum Roman von Thea von Harbou. Und was hört man da so? Das Drehbuch. Das Drehbuch, natürlich, hätte ich ja fast vergessen. Ich höre gerade die Hörspiele zur Fernsehserie. Gibt's doch nicht. Doch, Borgen. Borgen, die Hörspiele auf BBC, auf Englisch. Zu Borgen, der Fernsehserie aus Dänemark. Ach was, ich warte ja aufs Making-of. Gibt es eigentlich auch ein Making-of zum Buch? Welchem Buch? Egal. Vielen Dank. Für euch aus dem wunderschönen Berlin, Michael André Werner.
Liebste Jury, jetzt ist euer erster großer, wichtiger Moment gekommen. Macht euch Gedanken zu einer Wertung. Bitte bedenkt auch dabei, dass ihr auch das Aussehen des Künstlers ganz wichtig mit einbringen müsst. Nein, natürlich nicht. Vor allem möchte ich sagen, wenn ihr direkt am Anfang eine 10 rausholen wollt, dann holt die 10 raus. Ich verstehe, dass man am Anfang sagt, ich guck mal, was der Rest des Abends noch so bringt. Wenn es euch gefallen hat, dann holt direkt alle 10 am Anfang raus und wir machen hier einfach Poetry Slam bis